Wir hatten Gelegenheit, mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić exklusiv zu sprechen, bevor er jetzt in die Gespräche gegangen ist. Und zu dem derzeitigen Konflikt hat er uns den serbischen Standpunkt noch einmal erläutert. Mr. President, today also one Herr of the topics Präsident, here on this ein summit Thema was, heute war ja das Thema der Westbalkan und die Situation im Kosovo. Wie ist es möglich, diese Situation zu deeskalieren? Es wird möglich sein, die Situation zu deeskalieren, denn wir brauchen Frieden und Ruhe mehr als jeder. Ich weiß nicht genau, was wir tun werden, aber ich versichere Ihnen, dass wir unser Bestmögliches tun werden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir möchten zurückgehen zu dem, was in den letzten 3 Tagen geschehen ist. Wir wollen einen Kompromiss finden. Sie werden heute mit Herrn Scholz und mit Emmanuel Macron sprechen. Was erwarten Sie von Ihnen und wie kann ein Fahrplan aussehen? Ich möchte gerne Ihre Vorschläge hören. Diese werden wir mit einbeziehen. Wir müssen zunächst schauen, was ganz substanziell wirken kann und nicht nur für 1, 2, 3 Monate, sondern für die nächsten Jahre. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir bessere Wirtschaftsbeziehungen aufbauen, die Freizügigkeit gewährleisten für die Bürger, Kapital und Güter. Das ist die Zukunft. Ich bin sicher, dass wir gute Lösungen finden können. Wir sind jetzt hier nur 20 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Sie haben zum ersten Mal Herrn Zelensky getroffen. Wie wichtig ist das auch für Ihr eigenes Land? Denn manchmal hat man den Eindruck, Serbien sitzt zwischen den Stühlen. Es geht nicht hundertprozentig mit dem Westen mit, aber sagt gleichzeitig, dass der Krieg illegal sei. Wir haben in den Vereinten Nationen 4-mal abgestimmt. Wir haben die Invasion verurteilt. Es stimmt, wir haben unterschiedliche Beziehungen zu Russland. Die Wahrheit, und das wusste Herr Zelensky aus, ist, dass wir die territoriale Integrität der Ukraine unterstützen. Die Krim und der Donbass sind ein Teil der Ukraine für uns und das wird auch so bleiben. Wir wissen ja, was wir erlebt haben mit der Situation im Kosovo. Wir sind die größten Unterstützer der UN-Charta und der Resolution. Wir werden zusammenarbeiten. Was für ein Signal kann ausgehen von diesem Gipfel? Ich halte es für wichtig, miteinander zu sprechen. Das war der erste Gipfel, wo ich die Möglichkeit hatte, Herrn Zelensky zu treffen. Ich habe zum allerersten Mal mit einigen anderen Menschen gesprochen. Ich hatte noch nie so gute Gespräche wie mit Herrn Mateusz Morawiecki wie heute und auch mit anderen Vertretern, zum Beispiel Herrn Varadkar aus Irland. Wir müssen nicht immer abstimmen in diesen Themen. Wichtig ist, präsent zu sein und unseren eigenen politischen Standpunkt vorzutragen. Dankeschön. Ja, da hat man, Marlon, ja schon gehört, wie wichtig, welche Bedeutung diese Form von Treffen haben, die wirklich informell sind. Einer der ersten oder der erste, der heute Morgen kam, war ja der ukrainische Präsident Zelensky. War auch wieder die Ukraine noch mehr im Fokus, noch mehr im Mittelpunkt als alle anderen Themen? Ja, absolut. Denn der Krieg in der Ukraine, der überschattete natürlich das ganze Gipfeltreffen hier und ist in der direkten Nachbarschaft zu Ukraine auch ein großes Thema letztendlich gewesen. Für Moldau war es hier ein historischer Tag und noch nie war man mit so vielen Staats- und Regierungschefs hier in Moldau vertreten. Also von dort aus natürlich hier auch vor allen Dingen ein Signal, das gesendet werden soll aus Bulbuaca von dieser europäischen politischen Gemeinschaft. Der nächste Gipfel, der wird schon anstehen. Der Gastgeber wird Spanien sein. Ich glaube, dass auch dort das Thema weiter auf der Tagesordnung bleiben wird. Marlon Amoyal, herzlichen Dank für die Eindrücke aus Moldau, aus der Stadt Bulbuaca.